herzlich willkommen beim Kunstengel. Heute möchte ich mit euch, ich hoffe, ihr macht mit, ein Video machen, was ich unter anderem auch mit meinem Enkelkind und seinem Freund gemeinsam mache. Und zwar wird das ein Abschiedsgeschenk für die Märchenwiese, da mein Enkelkind jetzt in den Kindergarten kommt. Schaut mal, ich habe dieses Bild gemacht und werde euch gleich zeigen, wie das entstanden ist. Viel Spaß! In diesem Fall habe ich Federn von Graugänsen genommen. Wir waren im Park spazieren und da sind die wohl in der Mauser. Da lagen so viele auf der Wiese, dass wir gesagt haben, wir nehmen jetzt einfach mal, sammeln die mal ein bisschen auf und versuchen da mal etwas mitzugestalten. Ich habe mir die hier ein bisschen festgeklebt, damit ich nicht die ganze Zeit so feste drücken muss. Wir haben die Federn dann zu Hause in einer Lösung aus Wasser und Spülmittel eingeweicht, ein bisschen gewartet, ein bisschen runtergedrückt, also gewaschen. Und dann habe ich die vorsichtig mit Wasser abgespült, mit Klarwasser abgespült und in der Sonne trocknen lassen. Schauen wir mal, was daraus wird, wenn wir die jetzt bemalen. Wie ihr seht, ist auf dem Kiel selber, wo doch noch die, ich denke mal, Fettschicht drauf ein wenig. Dadurch blättert das ab, aber das ist gar nicht schlimm, das arbeite ich gleich in mein Motiv einfach ein. Jetzt mische ich mir eine Strandfarbe aus Braun, Gelb und Weiß. Male direkt an der Kante von dem Weiß, von dem Strand und dem Wasser, male ich kleine weiße Punkte, die zeigen sollen, dass da die Gischt ankommt.
So, ich denke mal, ich würde das so lassen. Jetzt muss es halt nur noch trocknen und dann gehe ich an die nächste Feder. So, jetzt habe ich mir ein Dunkelblau angemischt. Ich möchte jetzt den Nachthimmel machen. Mit einem etwas helleren Ton mache ich das Wasser. Ein bisschen zu hell. Und gerade hatte ich mir ja den Strand angemischt. Den mache ich ein kleines bisschen dunkler als gerade. Und kommt in Weiß der Mond rein. Und ein paar Sterne. Und im Wasser spiegelt sich natürlich der Mond auf. Ich werde jetzt nur ein kleines bisschen Gelb in den Mond setzen. Und auch hier ein bisschen Grün im unteren Bereich. So, das wäre dann der Nachthimmel. Ich könnte noch ein paar hauchdünne Wellen setzen und auch die Gischt. So, und damit wären wir mit der zweiten Feder fertig. So, jetzt kommt Feder Nummer 3. Ich denke mal, da werde ich zweimal den Farbauftrag machen müssen, weil das doch sehr, sehr schluckt. Die Farbe verschwindet ziemlich doll wegen der dunklen Feder. Aber egal.
So, ich habe das jetzt einmal ein bisschen geföhnt. Jetzt gehe ich mit dem Gelb nochmal rüber. Gehe auch mit der Mischung Gelb-Rot ein kleines bisschen über das Wasser. Und setze jetzt die Sonne auf mit Weiß und Gelb. Werde ich gleich noch mal wiederholen. Ihr seht, ich male alles mit ein und demselben Pinsel. Das ist ein Schrägpinsel. Schaut mal. Der ist, der hat also eine feine Spitze und trotzdem auch eine Fläche. Und mit den Pinseln arbeite ich eigentlich am allerliebsten. Außer wenn ich ganz feine Sachen mache, dann arbeite ich mit ganz feinen Spitzenpinseln. So, das wäre die Feder Nummer 3. So, jetzt kommt noch der Schriftzug dazu, wie meine Tochter sich das gewünscht hat.
So, die Unterschriften der beiden Jungs werden natürlich größer. Beiden Namen schreibe ich auf einer Pseudowelle. Das passt dann wieder zu den Bildern. So, das wär's erstmal. So, dann wollen wir mal gucken, ob die Federn passen würden. Wir fliegen weiter. Und die beiden Jungs. So in der Art haben wir uns das gedacht. So, ich habe mir gerade überlegt, ich werde das den Kindern noch etwas einfacher machen und gehe mit Panpastell in den Hintergrund rein. Weil das Panpastell, das ist eine Paste, eine Pastellpaste. Schaut mal. Die wird mit dem Schwamm aufgetragen und dadurch hat die eine ganz, ganz, ganz dünne, feine Konsistenz. Da kann man gerade so diese Hintergrundsachen, die kann man damit wunderbar machen.
Ich mache das auch nur in Blau und Weiß, weil die Kinder, die werden vermutlich die Ente ganz bunt machen. Wir haben gedacht, dass die Ente, das sind kleine Kinder, die sind 3 Jahre alt, dass die Ente mit ihren Fingern mit Farbe betupfen und die wird garantiert schön bunt, vermute ich mal. Aber wir warten es ab, die Kinder sollen selber entscheiden, wie sie das farblich gestalten werden. Ich brauche auch nicht das ganze Blatt hier machen. Ich habe mir da so eine Einzeichnung gemacht, wie hinterher das Passepartout drum kommt. Die Krümel, die ihr jetzt seht, die verschwinden gleich. Jetzt gehe ich mit Weiß noch ein bisschen rein, weil hier ist es ein bisschen sehr intensiv geworden. Aber ihr seht, automatisch schon entsteht eine Wolkenstruktur. Einmal abklopfen. Und ihr seht, die Krümel sind so ziemlich alle weg. Jetzt sind sie ganz weg. Ja, so lasse ich das und dann können die Kinder hinterher bunt machen. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Ja, jetzt ist halt auch schon wieder ein weiterer Abschnitt vorbei. Mein Enkel Felix und der Luke, die beiden fliegen halt weiter Richtung Kindergarten. Lieben Dank nochmal an das Tagesnest Märchenwiese. Und ja, bis zum nächsten Mal. Euer Kunstengel. Tschüss.